Hey Leute, Martin hier und willkommen zu einem kleinen Labersonntag. Ja, Martins Videowochen. Ich erkläre sie mir hiermit offiziell für beendet. Ich wollte eigentlich innerhalb von 2 Wochen jeden Tag ein Video machen. Das hat nicht ganz geklappt, aber so wie man mich kennt, ist zwar klar, dass es nicht ganz klappen kann, wie ich es plane, weil es irgendwie nie so ist. Aber es kamen dennoch ein ganzer Haufen Videos und ich habe das Ganze wieder so ein bisschen ins Rollen gebracht. Die News sollen auch jetzt auf jeden Fall regelmäßig kommen und ich möchte es auf jeden Fall versuchen zu schaffen, 3 Videos in der Woche zu produzieren. Geplant sind, dass ich das auch an festen Tagen schaffe, dass ich montags, mittwochs und freitags ein Video für euch raushaue. Und da müssen wir mal gucken. Freitags ist natürlich immer News-Tag. Ich hatte, glaube ich, bei der Ankündigung der Videowochen irgendwas gesagt von wegen, ich habe eine Idee für eine neue Rubrik. Ob das was wird, weiß ich noch nicht. Es sollte eigentlich so sein, dass ich einen Tag in der Woche mich auf Mangas konzentriere und alle möglichen Kapitel, die ich in der Woche gelesen habe, kurz anspreche. Da muss ich gucken, ob ich das irgendwie hinkriege und da einen Tag wirklich drauf hinarbeite und mir Notizen mache. Muss ich mal schauen. Aber ansonsten habe ich auch so viele andere Rubriken. Und wenn ich einen Tag Manga in der Woche machen würde und dann freitags die News und dazwischen immer eine wechselnde Rubrik, dann kämen die, glaube ich, zu selten dran. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ansonsten, ja, Streams ist auch so eine Sache. Ich wollte eigentlich immer einmal die Woche streamen. Das hat jetzt auch nicht so gut geklappt. Es ist einfach so, dass es zeitlich immer gerade ein bisschen schwierig ist auch, weil wir stecken jetzt langsam, beginnt so der Umzug für uns, also wir sind da jetzt schon ein bisschen drin und dann wird im Laufe dieses Monats der Umzug stattfinden, da wird dann auch mal gucken, wie das mit Videos wird, nur mal als Vorwarnung und dann sind wir aber im neuen Haus und dann sollte das hoffentlich alles einen geregelten Ablauf nehmen, was Streams angeht auch. Ich hatte überlegt, wenn ich 3 Videos die Woche mache, dann kann ich ja an den anderen beiden Tagen, wo keine Videos kommen, nachmittags vielleicht 1-2 Stündchen immer streamen. Muss ich mal schauen. Ich werde noch nichts versprechen, aber wenn es irgendwann vielleicht drüben im anderen Haus so einen guten Rhythmus gibt, den ich reinkommen kann, dass ich das wirklich so machen kann, dann ist das schon ganz gut. Noch eine Sache, die ich überlegt habe. Ich hätte eigentlich wirklich, wirklich gerne Lust, meinen Brillux-LP-Kanal zu reaktivieren. Und wieder mit Let's Plays anzufangen. Zumindest ein bisschen. Auch da muss ich gucken, das wird dann höchstwahrscheinlich, wenn es denn stattfindet, erst im anderen Haus stattfinden. Und wahrscheinlich dann auch immer nur ein Projekt zeitgleich. Also jetzt nicht 20 Projekte oder so, ne? Oder wie ich das immer hatte, 3 Projekte. Sondern immer nur ein Projekt, mich da voll drauf konzentrieren. Und auch vielleicht nur 4 Tage die Woche oder 5 Tage die Woche ein Video da. Der Fakt ist, und da klinge ich jetzt vielleicht ein bisschen von wegen, du machst das ja nicht nur, weil du das als Hobby gerne machen würdest, sondern du bist ja nur geldgeil. Der Fakt ist, dass ich damit wahrscheinlich die Monetarisierung nicht so hinkriege, weil Videospiele immer so ein starkes Stück sind. Da gibt es aber auch Mittel und Wege, Partnerschaften mit Netzwerken und so, und da werde ich mich vielleicht mal ein bisschen reinfuchsen, dass das da eventuell auch ein bisschen aufgeht. Ansonsten, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ich das gerne, wenn das so läuft, ich habe im Moment nichts am Start und ich gucke auch ein bisschen, aber ich würde das gerne versuchen, so zum Hauptgeldeinkommensstrang zu machen. Deswegen muss ich mal gucken. Es wäre natürlich schön, wenn ihr auch ein bisschen Word to Mouth für mich machen könntet. Vor allem für diesen Kanal, dass ich vielleicht ein paar mehr Views kriege. Ansonsten, wenn Stream ist und ihr kennt Leute, die sowas gerne gucken, dann könnt ihr die ja mal rüberschicken. Und dann kann ich vielleicht auch schaffen, mal Twitch-Partner zu werden, wer weiß. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel von mir. Ja, ich brauche eine 3DS Capture Card auch, dann kann ich die Streams noch besser machen, weil dann kann man auch ein paar Pokémon Battles machen und Super Smash kommt jetzt auch demnächst raus. Das ist alles wunderherrlich und das sollte eigentlich so weit ins Rollen kommen. Ansonsten könnt ihr bei solchen Videos, wo ich zum Beispiel ein Produkt vorstelle oder so, zum Beispiel bei den Brettspielvideos oder wenn ich ein Review mal machen sollte von einem Spiel oder über ein Spiel rede, dann packe ich meistens auch einen Amazon-Link in die Videobeschreibung. Ich werde auch mal gucken, ich glaube es gibt auch einen allgemeinen Amazon-Link. Ich bin nämlich auch im Amazon-Partner-Link-Netzwerk und dort, wenn ihr auf diesen Link klickt und dann bei Amazon einkauft, dann geht ein Teil des Geldes
auf mich über. Und das wäre natürlich für euch kein großer Aufwand, euch über diesen Link bei Amazon was zu bestellen. Wenn ihr sowieso bei Amazon bestellt, dann könntet ihr mich dort auf diese Art und Weise auch noch ein bisschen unterstützen. Also ihr seht, es gibt so ein paar Ecken und Wege, die ich jetzt alle angehe, um das Ganze zu einem großen Ganzen zu machen für mich, um euch bessere Unterhaltung zu bringen und für mich, um auch ein bisschen ein Einkommen zu erhalten und dass sich das auch soweit lohnt und dass ich das auch noch lange weitermachen kann. Ich möchte nämlich, ich bin sehr spät in das YouTube-Video-Business eingestiegen. Manchmal wünsche ich mir, Mann, ich hätte es gerne ein bisschen früher gemacht. So wie zum Beispiel der Victor, der Iblali, der Alligator 1024, der ja mit Let's Playen angefangen hat, als er, weiß ich nicht, 15 war oder 16 und jetzt Iblali ist. Ich bin halt ein bisschen spät da reingekommen und sehr langsam angerollt. Und weil ich auch immer Kanäle gewechselt habe und so, habe ich natürlich sehr viele Zuschauer verloren. Ich erinnere mich noch genau, dass ich habe ja immer, wenn ich einen Kanal gewechselt habe, habe ich ja auch ein Ankündigungsvideo gemacht, so von wegen, ja, ich gehe jetzt den Kanal wechseln und hier ist der Link. Und ich habe das immer auf der Startseite gelassen von meinem Kanal. Und trotzdem war es, ich glaube, bei Brillux LP irgendwann so, ich hatte ja nach Machten.ch hatte ich Brillux 8558, ne, so, und danach erst Brillux LP. Das heißt, ich habe von Machten.ch auf den ersten Brillux-Kanal, dann auf den zweiten Brillux-Kanal. Ich hatte also drei Kanäle. Und auf dem Brillux LP-Kanal habe ich, das ist schon eine ganze Weile her, aber dann kam irgendwann eine Nachricht von einem sehr treuen Zuschauer, der auf Machten.ch sehr viel kommentiert hat. Der hat geschrieben, oh Mann, ich dachte, du machst seit Machten.ch keine Let's Plays mehr. Ich habe dich jetzt erst wieder entdeckt. Und ich sag mir nur so, ey, ich habe ein Ankündigungsvideo auf Machten.ch gemacht, dass ich zu Brillux 8558 wechsle. Dann habe ich da ganz lange Let's Played. Und dann habe ich von Brillux 8558 auch ein Ankündigungsvideo gemacht, dass ich zu Brillux LP wechsle. Und dieses Ankündigungsvideo habe ich auch auf Machten.ch gepackt, von wegen, jetzt bin ich auf Brillux LP. Und trotzdem haben es nicht alle mitbekommen. Das ist immer so das Problem bei YouTube. Deswegen habe ich in dieser Zeit sehr viele Zuschauer verloren. Und ich würde gerne wieder so eine Zuschauerschaft bilden. Das wäre natürlich, ich habe natürlich die ein oder anderen, ich sag mal Gesichter, aber das stimmt ja gar nicht, ich kenne eure Gesichter gar nicht, aber die ein oder anderen Namen, die natürlich immer wieder dabei sind bei Streams und bei Videos. Und da bin ich euch sehr dankbar für und ich hoffe, dass unsere kleine Familie ein bisschen wachsen kann. Ansonsten, was könnte ich hier noch labern an diesem schönen Sonntag? Die Sonne scheint, es ist ein wunderschöner Sonntag und ja, was könnte ich euch noch kurz erzählen? Wir haben jetzt einen Hund, ein sehr, sehr schöner Hund, eine Mischung aus einem deutschen Schäferhund und einer Bratte. Sein Name ist Samson und er ist jetzt mein bester Freund. Und ich kann ihn euch leider nicht zeigen, weil er traut sich die Treppen nicht hoch. Aber vielleicht im neuen Haus, wenn er sich da mal ein bisschen rumtraut, dann könntet ihr ihn vielleicht in einem Video erhaschen. Ansonsten fällt mir nicht viel ein, was ich jetzt noch erzählen könnte. Wie gesagt, Videoproduktion, wenn da was hakt und kein Video kommt, also ich versuche zumindest die Brie-News immer pünktlich am Freitag zu bringen, okay? Das versuche ich euch jetzt mal zu 99,9% zu versprechen, dass am Freitag eine Folge der Brie-News da ist. Wenn wir dann drüben sind, dann werde ich auf jeden Fall wieder in den Rhythmus kommen, dass die Videos so kommen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hoffentlich alles Paletti und so weiter und so fort und dann gucken wir mal. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's bis dahin gut und haut rein.